Jeder weiß, was passiert, wenn man eine Kerze unter einem Glas verbrennt. Dann geht ihr nämlich die Luft aus und die Kerze geht aus. Gleichzeitig sieht man noch was anderes und in diesem Experiment habe ich die Kerze noch zusätzlich ins Wasser gestellt. Als erstes sieht man, wie das Glas beschlägt, dadurch, dass Wasserdampf an der Innenseite kondensiert. Der Wasserdampf entsteht beim Verbrennen der Kerze. Und zusätzlich habe ich einen Unterdruck in der Flasche. Das sehe ich jetzt hier nicht, weil sich die Flasche am Boden der Wanne festgesaugt hat. Und erst wenn ich die Flasche etwas kippe, strömt das Wasser rein. Unterdruck durch kondensierten Wasserdampf. So, ich mache das Experiment nochmal. Diesmal mit einer kleinen Änderung. Guck mal, was passiert. Krass, wie das Wasser jetzt da reinströmt, richtig reingeschlagen wird. Ich mache es nochmal, weil es so schön ist. Was glaubt ihr? Was habe ich hier gemacht? Ja, ich habe Alkoholdampf ins Glas vorher getan. Gefährlich, nicht nachmachen.